Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute gibt es nochmal ein kleines Update zur neuen Lego Minifiguren Serie 26. Und zwar habe ich die Bestätigung von Zuschauern, dass hier unsere Codes richtig sind. Gibt es ein separates Video dazu. Das heißt, die Minifiguren können so abgescannt werden. Ihr bekommt keine doppelten Minifiguren mehr und nur Minifiguren, die ihr auch wirklich haben möchtet. Finde ich im Übrigen gut von Lego, dass sie das tatsächlich so gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt am Anfang so ist, dass man hier die Minifiguren-Packs nochmal abscannen kann und dass es dann so wie bei der Serie 25 sein wird, dass man irgendwann die Figuren-Packs nicht mehr abscannen kann, dass dann der andere QR-Code mit draufkommt. Bin gespannt, ob Lego das wieder so macht. Könnte es mir tatsächlich so vorstellen. Einfach hier für die Lego-Fans, die die Minifiguren am Anfang haben möchten, die da wirklich eine ganze Serie haben möchten, dass die die Chance haben, das Ganze abzuscannen. Und für Leute, die einfach vielleicht Gelegenheitskäufer oder sonstige Käufer sind, denen es vielleicht egal ist, was in den Tüten ist, sind dann die anderen Codes. Und ja, man weiß nicht, was sich Lego dabei denkt, was sie vorhaben, aber das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das der Plan von Lego sein könnte. Jetzt machen wir einfach noch mal ganz kurz die Probe, ob das auch wirklich hier mit den Barcodes hinhaut. Ich wollte eigentlich noch mehrere Figuren kaufen. Den Emdron, hier natürlich den Eisplanet, finde ich interessant, das habe ich ja schon gesagt. Hier diesen Außerirdischen, leider habe ich nur noch den Emdron bekommen, beziehungsweise hier den Eisplaneten mit dabei. Den Blacktron, da werden wir heute noch drauf zu sprechen kommen, auch noch mal ganz kurz auf die Preise, warum sich wahrscheinlich diese Minifiguren-Serie preislich nicht so gut entwickelt. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Minifiguren nochmal zusammen an. Hier, das habe ich jetzt markiert, das sollte eigentlich die Nummer 93 der Emdron sein. Schauen wir einfach mal live rein. Also auch hier mein erster Blick und wir haben hier den Emdron mit dabei. Baue ich jetzt hier mal ganz kurz mit euch zusammen auf. Was mir da wirklich sehr gut gefällt, sind auch hier diese Grundplatten, dass die Grundplatten dieses Mal bedruckt sind in so einem Space-Motiv. Finde ich wirklich sehr cool. Die Beine gefallen mir schon mal richtig gut. Also sehr schöne bedruckte Teile. Seitliche Beinbedruckung, vordere Beinbedruckung. Finde ich richtig stark. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier noch ordentlich zusammenbekommen. Dann brauche ich ja fast noch hier eine Bauanleitung, wo das Ganze hingehört. Moment. So, damit schneller weitergeht, hier der Emdron einmal aufgebaut, gefällt mir wirklich sehr gut. Also natürlich hier besonders die Beinbedruckung mit dabei. Ich zeige hier mal das ältere Modell. Also da kommt auf jeden Fall Nostalgie-Feeling mit auf. Hier nochmal der Torso extra mit bedruckt, gefällt mir auch wirklich sehr gut. Die Figur hat auch ein Wendegesicht, also hier nochmal ein eher klassisches Gesicht mit dazu, finde ich auch gut. Ich finde es schade, dass hier ein Visier nicht reingemacht wurde, also ein Visier vergessen wurde, was auch immer. Die Bedruckung finde ich hier gut, aber ja, da fehlt mir es auch hier, dass die seitliche Armbedruckung, also das finde ich einfach, sollte bei normalen Minifiguren bzw. bei der Minifiguren-Serie, die ja wirklich sehr, sehr teuer ist mit 3,99 € pro Minifigur, sollte das eigentlich ein Standard sein, irgendwie besondere Minifiguren mit reinzumachen. Wir reden hier über ungefähr 30 Jahre Zeitunterschied. Also damals war es vielleicht noch nicht üblich, dass man hier die Beine bedruckt hat, dass man die Gesichter auch wirklich bedruckt hat. Da gab es die normalen lachenden Gesichter, aber einen so großen Unterschied finde ich jetzt hier bei der Minifigur bzw. hier beim Torso nicht. Da haben sie sich hier Mühe gegeben, nochmal ein kleines Detail mitzumachen und bei den Armen finde ich es eigentlich auch, dass sie da noch hätten was besser machen können. Alles in allem finde ich es trotzdem eine der besten und auch nostalgischsten Figuren, die hier bei dieser Minifiguren-Serie mit dabei sind. So, dann sollte das jetzt hier noch zweimal der Eisplanet sein. Ich habe ja bei meinem Konvolut, das ich auf dem Flohmarkt gekauft habe, habe ich ja die Kuppel von dem Eisplaneten bzw. der Raumstation habe ich ja da gefunden. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass ich da mit den Minifiguren ein kleines Mock dazu baue. Deswegen hat es mich jetzt auch gefreut, dass hier wahrscheinlich zweimal der Eisplanet mit drin ist. Ich mache es als erstes mal auf. Jawohl, einmal mit drin und dann haben wir hier zweimal wahrscheinlich hier den Eisplaneten mit drin. Wie gesagt, die Nummern habe ich euch in einem separaten Video nochmal aufgeschrieben. Also braucht ihr jetzt nicht hier in diesem Video nachschauen, sondern da gibt es ein separates Video. Jawohl, zweimal der Eisplanet. Hat auf jeden Fall funktioniert.
Auch hier die beiden Minifiguren einmal aufgebaut, gibt es hier noch ein alternatives oder ja ein Haarteil mit dazu. Sei hier auch die ältere Minifigur, das war die Anspielung darauf auf diese Minifigur. Die wertvollste Minifigur vom Eisplaneten, weil sie ganz einfach nur exklusiv in der Basisstation vorgekommen ist. Und ja, das ist sozusagen die neuere Version dieser Minifigur. Die ist damals in den 90ern oder so irgendwo gab es die. Also ja, manche werden sich vielleicht noch daran erinnern. Finde ich auch wirklich eine sehr schöne Minifigur, eine sehr schöne Erweiterung ja, dieser älteren Minifiguren. Also der Torso gefällt, also der Pinguin, machen wir mal hier, fangen wir hier mal ganz kurz an, der gefällt mir richtig, richtig gut. Die Beine sind vorne bedruckt, gefällt mir auch wirklich gut. Torso bedruckt, seitliche Armbedruckung fehlt. Hier auch wieder sehr schönes Detail mit dabei. Also die Minifigur, alles in allem, wirklich sehr gut und ansprechend. Seitliche Armbedruckung, das habe ich ja schon gesagt. Seitliche Beinbedruckung hätte mir vielleicht noch gefehlt. Und ja, einfach, dass man die Minifigur noch etwas besonderer macht. Da meckere ich jetzt wirklich hier auf hohem Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Also die Minifigur nahezu perfekt, gefällt mir wirklich sehr gut. Vielleicht als Spezialeinheit oder sonst was, was man das im Eisplaneten da noch irgendwie was draus gestalten kann. Ja, bei den Minifiguren sollte Lego auf jeden Fall meiner Meinung nach nacharbeiten oder nachbessern. Ich habe es ja hier schon bei diesen Minifiguren gesagt. Ja, damals in den 90ern ist ja auch eine Anspielung mit den Eldorado Fortress. Also ja, hier keine seitliche Armbedruckung, keine seitliche Beinbedruckung, keine vordere Beinbedruckung und so weiter. Also manchmal sparen sie wirklich an Minifiguren. Manchmal verstehe ich es tatsächlich nicht, was sich Lego dabei denkt, warum sie da wirklich einsparen. Und ja, bei dieser Space Minifiguren Serie, da sind manche Minifiguren, sind da schon wirklich sehr sparsam an Details, was ich mal dazu sagen möchte. Und deshalb wird auch die Minifiguren-Serie, denke ich mal, auch nicht so groß an Wert steigen, weil es auch wirklich nicht so viele Space-Fans gibt. Also, und wenn man sich mal hier die nostalgischen Figuren anschaut, ganz klar der M-Dron, ganz klar der Eisplanet. Und hier wäre eigentlich der Blacktron noch mit dabei. Zeige ich hier mal in der Originalversion, die es damals gab. Also so sahen die Minifiguren aus. Damals richtig, richtig cool. Hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Und wenn man sich jetzt hier mal die neuere Version anschaut, ich weiß nicht, warum das jetzt hier ein Alien sein muss. Das ist hier, ja, man könnte ja eigentlich mehrere davon gebrauchen. Also hier von dieser Minifigur kann man sich definitiv mehrere davon holen. Deswegen wird sie auch an Preis steigen. Auch hier von diesem M-Dron braucht man vielleicht mehrere, einfach um vielleicht seine älteren Minifiguren auch etwas mit den Beinen zu erweitern. Hier dieses neue Teil finde ich wirklich absolut genial. Also die Minifigur gefällt mir wirklich sehr gut. Und hier diesen Alien, diesen mutierten Blacktron. Also mir gefällt er tatsächlich nicht. Mir hat die ältere Version besser gefallen. Und da hätte man eine klassische Minifigur, die hier der älteren Minifigur ähnelt und die vielleicht eine kleine Erweiterung ist. Also hier die Beinbedruckung hätte mir zum Beispiel hier bei dieser Minifigur sehr gut gefallen. Vielleicht noch eine Armbedruckung. Der Torso nochmal extra bedruckt. Also das passt schon alles, aber der Rest von der Minifigur passt einfach nicht zum klassischen Design. Und es soll ja eigentlich eine Anspielung auf die älteren Minifiguren sein, beziehungsweise eine Erweiterung. Und da ist es meiner Meinung nach von Lego nicht wirklich gelungen bei dieser Minifigur. Dann reden wir in diesem Video auch noch mal ganz kurz über die Preise, um das Thema abzurunden. Also die Space Minifiguren, ich denke mal, dass da wenige Minifiguren an Wert steigen werden. Also hier der M-Dron natürlich und hier Eisplanet mit den anderen Minifiguren. Habe ich ja schon ein separates Video dazu gemacht, bin ich mir nicht ganz sicher, dass die wirklich preislich so steigen. Aber ich denke mal, dass es wirklich nicht so krass sein wird wie hier bei der Serie 25 mit hier Ritter und Ziegenhirte, dass man einfach da eine große Wertsteigerung bzw. eine Wertverdopplung. Also Ritter hat ja schon seinen Wert mehr oder weniger verdoppelt bei 8 bis 10 Euro. Auch der Ziegenhirte 8 bis 10 Euro durchschnittlicher Verkaufspreis bei Bricklink. Warum ist das so? Es gibt ganz einfach weniger Space-Fans, sondern hier das Mittelalter-Thema. Also gibt ganz viele Ritter-Fans. Ich könnte auf Anhieb ganz viele Leute nennen, die hier diese Minifigur gut finden, die in dessen ja, diese Minifigur in Mocs eingebaut haben und so weiter. Aber ich könnte nicht auf Anhieb so viele Space-Fans benennen, die jetzt hier diese Minifiguren unbedingt gebrauchen könnten. Lego hat auch ganz viele Rittersets in den letzten Jahren, nenne ich es jetzt einfach mal, herausgebracht, also in den letzten 2 Jahren. Das heißt, da ist auch wirklich mit diesen Minifiguren Erweiterungspotenzial.
Gerade den Ziegenhirten, den kann man ja wirklich hier in jedem Mittelalter-Mog, in jedem Mittelalter-Set, was auch Lego aktuell auf dem Markt hat, kann man den hier als Erweiterung mit reinmachen. Das heißt, da gibt es auch aktuelle Sets mit dazu. Und ja, der Ziegenhirte für Jung und Alt, das habe ich ja auch schon hier bei den Preisen gesagt und so weiter. Für Jung und Alt interessant, für Mädchen und Jungen wegen der Ziege. Man braucht hier diese Ziege vielleicht auch öfters für Mogs und so weiter. Ein Ziegenhirte mit nur einer Ziege, ihr wisst es ja selbst. Ja, ein ganz armer Kerl auf jeden Fall. Und dann gibt es hier nochmal, ja, die Beine als auch Torso kann man wirklich sehr schön kombinieren. Hier seitliche Armbedruckung noch mit dabei gedacht. Also wirklich eine nahezu perfekte Minifigur oder eine perfekte Minifigur, wie auch immer. Und ja, deshalb ist auch der Ziegenhirte wirklich sehr, sehr wertvoll, weil man ihn ganz einfach in mehreren ja, Sets mit verwenden kann und weil es auch wirklich gerade aktuelle Sets von Lego gibt. Von Space gibt es leider gerade nicht wirklich was Aktuelles, also da hätte man vielleicht das Ganze irgendwie noch anbahnen können, dass man vielleicht eine Raumbasis irgendwie, dass man das Ganze noch in eine Story verpacken könnte und so weiter. Dass vielleicht die ja, Minifiguren irgendwie verschleppt werden, dass an den Blacktrons Experimente gemacht wurden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht im Sinne von Lego ist, aber ja, wir hätten auf jeden Fall das Ganze mit Sets noch irgendwie anbahnen können, beziehungsweise aktuelle Sets noch auf den Markt bringen können, wo man mit diesen Minifiguren das Ganze erweitern kann, so wie man es jetzt hier mit dem Ziegenhirten ja, in den ganzen Mittelalter-Sets kann man den prima mit einbauen. Auch hier den dunklen schwarzen Ritter kann man da wirklich als Bösewicht noch mit einbauen. Und ja, das fehlt mir ganz einfach hier bei dieser Space-Minifiguren-Serie. Deshalb denke ich mal nicht, dass sie jetzt tendenziell groß an Wert steigen werden, falls Lego nochmal irgendwie da Neuauflagen von den älteren Sets mit rausbringt. Und dann könnte ich mir nochmal vorstellen, dass da noch so ein kleiner Hype entsteht, dass die Minifiguren dann vielleicht auch nachträglich, wenn die Sets jetzt nicht im Sommer oder ja, dieses Jahr auf den Markt kommen, dass die Minifiguren nochmal nachträglich einen kleinen Schub bekommen. Bis jetzt ist es noch nicht so. Was nicht ist, kann aber noch werden. Aber ja, das sind einfach jetzt hier nochmal meine Gedanken gewesen. Und ich denke jetzt aktuell stand jetzt nicht, dass die Minifiguren groß an Wert steigen, so wie man es hier bei diesen beiden Minifiguren von der Serie 25 mitbekommen haben. Dann würde ich sagen, so viel dazu. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich sage dann hier für dieses Video vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!